Hallo und herzlich willkommen zu RGT Games. Mein Name ist Jonas und Jonas wurde es auch da und wir spielen The Evil. Und ich Resident Evil. Dieses Kapitel 3, 10 Opfer. Wir sehen heute Opfer eines bestimmten Vorfalls. Okay. Hier sehen wir den Bus. Wir sind mit dem Bus in dieses Haus gefahren worden. Und da hinten fällt er hin. Wir haben unsere Kidman verloren. Ist sie dann auch in den Bus? Keine Ahnung. Aber es ist gut so, denn Josef und Sebastian sind ein Dreamteam. Aber eigentlich auch voll die Opfer. Ja. Interessiert mich nicht, ich muss Magazine lesen. Brain. County. Brain, it's for free. Wir müssen nach unten. Halt durch, wenn du da unten bist. Wäre ja eigentlich voll logisch, wenn aus den Brain-Automaten Brainsaft kommt. Das wäre echt geil gewesen. Das wäre echt logisch. Hallo? Guck mal, hier steht. Das ist eine neue Waffe. Eine Regenschirmwaffe. Geil! Wieso denke ich das überhaupt noch? Ach guck mal, das haben wir schon ewig. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 1. September 2012. Myra ist weg. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich habe es den anderen erzählt, aber die hat mich für verrückt. Ich Auto. Ihr. Ich Computer und einige Ich-Sachen sind fort. Keine Anzeichen von falschem Spiel. Alle glauben, dass sie mich verlassen hat. Sie reden über meine Trinkerei, als ob die etwas mit Myras Verschwinden zu tun hätte. Sie verhalten sich auch nicht so, als wäre sie verschwunden. Sie behandeln mich, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, das hat sie nicht. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendwas auf der Spur. Aber was? Das mache ich jetzt nicht, oder? Hast du Brain? Hast du einen Schlüssel? Hast du irgendwas? Sonst nicht. Das frisst immer so viel Zeit. Ja. Was ist das da? Säure. Und ein Staubsauger. Säure. Okay, es dauert ganz lange. Wo ist denn eigentlich Josef hier? Weiß nicht, der steht da irgendwie oben noch. Oh, schönes Bild. Stacheldrahttüren. Cool, das sieht aus wie ein gutes Kapitel. Ja, stimmt. Ist jetzt ein Hotel? Das ist jetzt erst Silent Hill irgendwie. Ist schon wieder vorbei. Sieht aber cool aus. Guck, wie geil der Zug da hängt. Das ist ein Zug. Gott. Was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden kommt? Okay, ist das eine U-Bahn. Aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Oh Gott. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Ich konzentriere mich auf was ich will, du Schmatz. Keine Ahnung, ne? Ich spiele hier die ganze Zeit und er will mir jetzt die Vorschriften machen. Guck mal, das sieht sicher aus. Daran. Fahrstuhl, Fahrstuhl! Muss ich das vielleicht kaputt schießen? No. Nächster Halt. Damenunterwäsche. Ja. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja. Ah. So, jetzt sind wir Josefian getrennt. Riskier das lieber nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Gut, bis später. Tschüss. Ja, okay. Nimm doch die Leiter, die da ist. Achso. Vor allem, er sieht einen anderen Weg. Haben wir ihn aber nicht gesehen, ne? Nee, weil wir sind ja auch zurückgeblieben. Also ne, er ist jetzt zurückgeblieben, aber ich meine. Das ist ein Furby, der lacht. Dann, ach, wie heißt der doch mal? Oh, Brain. Nein! Magic, Magic! Oh Gott, ey! Ja, toll. Wir recyceln Gegner, Gegner! Da liegt eine Bombe übrigens. Boah, im Gang. Von hier aus. Er sagt ihm mit Zeichensprache, dass sie gehen sollen. Vielleicht macht er auch so Naruto-Handzeichen. Ey, das Bild, ey. Ja, habe ich ein Monster gehört? Monster. Guck mal, der hat die Falle nicht gesehen. Der hatte nicht einen unhilfreichen Kommentator, der mal hilfreich ist. Hi! Ach genau, da kann man sich drin verstecken. Hallo? Was soll ich denn machen? Feueralarm ausbilden. Das ist die einzige Methode. Manometer. Manometer. Hallo? Ey, Christian, komm mal her. Christian, kommst mal her. Ist jetzt kaputt? Nee. Aber jetzt. Ja, Christian, da schreist du, ne? Da guckst du, ne? Da guckst du dich um. Da guckst du dich nochmal um hier, ne? Christian. Oh. Ja. Hm. Süß, ne? Süß. Oh, da steht Hendrik. Ja! Vorletztes Kapitel, ne? Da wird der Schwierigkeitsgrad nochmal ein bisschen angezogen. Angezogen wird der Schwierigkeitsgrad. Angezogen. Genauso wie deine Behinderlichkeit. Heute Morgen auch, habe ich mich auch angezogen. The Taste of Life. So, nochmal diese ganzen Strapazen hier. Wer ist jetzt eigentlich als Opfer hier gemeint? Ja, wir. Also. Naja, jedes Kapitel so nennt. Nee, irgendjemand opfert sich doch jetzt. Also. Sehr viele Jahre bestimmt. Diese Stelle mit Josefian war ja überhaupt nicht lustig, ne? Ja. Ja, als wir das... Ach so, nee. Als wir das erfunden haben. Ja. Nee. Habe ich das richtig verstanden, dass man den jetzt ganz oft töten muss, bis diese ganzen Fallen da weg sind? Ist so? Ich glaube schon. Das ist ein Draht, ne? Hast du den? Ob er jetzt irgendwas anders machen kann oder ob der das so oder so sieht. Du kannst ja auch von hinten ein Messer ins Safe rammen. Ja, das stimmt. Guck mal, der will nur seine Leiche wegtragen. Mensch, Mensch. Das ist ja was. Das ist ja was, das ist jetzt ja mal was. Ob das nichts ist, das ist ja was. Okay. So ihre Falle. Seine Scheiße. Vor allem ist Säure immer grün, aber. Ist das auch ein Verkehrssinn? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Hätte man jetzt auch weiter geradeaus gehen? Ja, ich verstehe gar nichts. Diese ganzen Möglichkeiten, das ist so... Falsches Spiel. Ja. Kidman, bist du da drin? Warte, Raben haben immer... Oh Mann, die hätte eine Figur gehabt. Ach so. Ja? Weiß ich nicht. Is it cause I'm cool? Are you just like me? Da jetzt. Oh Mann, ja, das Brot. Muss ich die abschießen ja. Oder was? Eine neue Waffe? Eine Super Mac! Return of the Mac! Return of the Mac! Nein, 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 nicht alle. Nein. Nein, 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 nicht alle. Nein. Ja? Was wollen Sie mir damit sagen? Haben Sie es noch nicht kapiert? Nein. Er liebt es, andere zu quälen. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Mhm. Legt Köder aus. Piesackt seine Opfer. Mhm. Piesackt. Seine hinterhältigen Fallen. Der Schiebeton von Pisa. War mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Detective Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Ich glaube nicht, dass er verrückt wird. Das ist alles ganz normal. Ach so, speichern, ne? Das wird Biosum. Opfer.